genau 2 Jahren ist das Schweizer Taschenmesser aus unserem Dauertestfuhrpark unter 320D Touring Baureihe G21 fertig. An dem Auto hat uns richtig viel richtig gut gefallen. Deswegen auch das Schweizer Taschenmesser, der verbraucht wenig, 2 Liter Diesel, der hat super viel Platz, der ist komfortabel und fahraktiv. Was uns nicht so gut gefallen hat, das zeigen wir euch jetzt auch. Nicht so gut hat uns der Einstieg gefallen, das liegt natürlich auch daran, dass ich relativ groß und auch nicht gerade grazil bin. Aber man sieht es hier ziemlich deutlich, an dem Kunststoff sind Schrabspuren und das liegt daran, dass der Sitz super weit hinter der B-Säule ist. Und das wiederum liegt daran, dass der Motorraum sehr lang ist, weil da auch noch ein rein Sechszylinder rein muss. Also Einstieg waren nicht alle ganz zufrieden mit. Richtig gut gefallen hat uns der Kollege hier, 2 Liter Diesel, 190 PS, der läuft an der Uhr fast 230, im Zusammenspiel mit dem 8-Stufen-Getriebe richtig, richtig gut. Testverbrauch 6,1 Liter, wer es drauf anlegt, schafft es auch unter 5. Eine Sache fällt mir ein, Twin Power Turbo. Einige Kollegen haben gesagt, war Anfahrverhalten ist ein bisschen mau, es dauert ein bisschen, bis der Ladedruck aufbaut. Fand ich jetzt nicht so, aber grundsätzlich kann man sagen, der Antrieb ist sahnemäßig in dem Auto. Und hier sieht man auch, dass die echt sich viel Mühe gegeben haben bei der Effizienz. Das Ding ist einmal eingepackt, damit es Temperatur hält und damit es schön leise ist. Zur Effizienz gehört aber auch noch viel, viel mehr. Zum Beispiel hier sind Lüfterklappen drin und ganz viele Helferlein, die das Auto einfach unfassbar sparsam machen. Auto mal umgedreht, damit ihr auch die Variabilität und den bis zu 15 oder 10 Liter großen Kofferraum sehen könnt. Super gut gefällt mir hier die separat zu öffnenden Scheiben und ich drücke hier schon mal drauf, dann geht es nämlich gleich schneller. Die Heckklappe ist groß und da passt relativ viel rein, die ist schön breit. Die Rückbank ist 40, 20, 40 teilbar, das ist schon alles sehr variabel. Und hier fährt es gerade raus, das ist auch ein Teil des guten Gesamtpakets, die Anhängerkupplung, 1800 Kilo Anhängelast, das ist viel genutzt worden und macht das Auto eben doch zum Schweizer Taschenmesser. Hier gehen 59 Liter Diesel rein und das reicht bei dem Auto fast immer für über 1000 Kilometer. Das finden wir richtig gut. Obwohl wir hier nur ein 320D haben, finde ich es trotzdem relativ gut, dass der eine breite Spreizung vom adaptiven Fahrwerk hat. Da muss man sagen, das erhält die Freude am Fahren, aber komfortabel auf der Langstrecke bleibt er auch. Das ist schon ziemlich gut. Nach 2 Jahren und über 100.000 Kilometer bei uns im Dauertest muss man sagen, das hier sieht alles noch richtig gut aus. Die Oberflächen wirken immer noch wertig, sind nicht zerkratzt. Das Leder sieht tipptopp aus. Da müssen wir sagen, das gefällt uns sehr gut. Den Dreier, den G20 und G21, wie unser Touring ist, den gibt es jetzt schon mit dem Facelift und dann hat er hier das große Widescreen-Cockpit. Aber ich muss sagen, mit dem digitalen Cockpit von BMW fehlt mir hier eigentlich nichts. Das Infotainment ist noch super gut zu bedienen, auch das Cockpit ist gut abzulesen, ist scharf, alles wird gut dargestellt. Damit bin ich noch ziemlich aktuell unterwegs und muss sagen, Daumen hoch, das gefällt uns richtig gut. Die 8-Stufen-Automatik ist auch ein echter Pluspunkt von dem Auto. Die agiert unfassbar schnell und trotzdem sehr komfortabel. Macht eigentlich immer genau das, was man möchte. Und deswegen sind hier auch gar keine Schaltwippen, weil eigentlich fehlt einem nichts. Die macht genau das, was ich möchte. Den Fuß vom Gas nehmen, kann sie segeln. Die läuft unheimlich effizient. Und bei hohen Geschwindigkeiten ist die 8. Fahrstufe auch sehr lang übersetzt, was die Verbräuche niedrig hält. Gefällt uns sehr gut. Das hier ist natürlich alles wirklich ziemlich geil, muss man sagen. Kostet allerdings auch, so wie hier steht, kostet das Auto 66.626 Euro und das ist relativ viel und gefällt uns nicht so gut. Für das ganze Geld kriegt man natürlich auch eine Menge Extras. Richtig gut fand ich zum Beispiel das Soundsystem von Harman Kardon. Das würde ich auf jeden Fall wieder ankreuzen. Genauso wie das Head-Up-Display, was richtig gut funktioniert und auch schön in Farbe darstellt. Genauso wie die Assistenten, der Spurhalteassistent, der aktive und auch der Abstandsregeltempomat. Tipptopp, da geht der Daumen nach oben. Auch die Automatik würde ich immer wieder wählen. 8 Stufen halten, die Drehzahl niedrig, Verbräuche niedrig, das ist richtig gut. Was ich nicht zwingend bräuchte, wären die Ledersitze. Die fühlen sich nicht so richtig gut an und da würde mir auch Stoff reichen, glaube ich. Das können wir jetzt leider nicht sehen, weil es noch ziemlich hell draußen ist, aber das Auto hat das Laserlicht und da muss man sagen, das ist richtig, richtig geil. Das funktioniert ziemlich gut. Der adaptive Fernlichtassistent leuchtet die Straße auch nachts perfekt aus, blendet den Gegenverkehr nicht. Würde ich, glaube ich, auch wieder ankreuzen. Was das Infotainment auch richtig gut macht, ist Apple CarPlay. Das funktioniert in dem Fall kabellos und so ist man eigentlich immer auf dem Stand der Zeit. Kann man sagen, das funktioniert tipptopp in dem Auto.
Wir fahren jetzt ein bisschen wehmütig nach Bayern. Das Auto wurde in München geboren, im Werk, im BMW-Werk in München gebaut. Und wir fahren jetzt nach Dingolfing in die auszubildende Werkstatt, ins Werk. Und dort wird das Auto jetzt zerlegt. Ein bisschen traurig, aber schauen wir mal, wie er sich schlägt und was unter dem Blech alles passiert ist. So, jetzt sitze ich hier in unserem 320D Dauertest, dem Schweizer Taschenmesser, wie ich ihn genannt habe, in unserem Dauertest-Fuhrpark und es ist schon ziemlich viel raus. Motor ist raus, Getriebe ist raus, Räder sind runter, Achsen sind runter, klar. Motor ist sogar schon teilzerlegt und gleich schieben wir ihn hier auf seine letzte Reise sozusagen vorerst jedenfalls, weil er wird wieder zusammengebaut, in das Fotopapier rein. Die Chance wollte ich nutzen, euch noch mal ein bisschen was aus dem Fahrtenbuch vorzulesen, denn da wisst ihr, tragen alle Kollegen immer fleißig ein, wie das Auto sich geschlagen hat. Erster Eintrag direkt nach dem Start ist von Peter Fischer. Schreibt, tolles Gesamtpaket, Leistung, Getriebe, Platzangebot, Verbrauch, Komfort. Ich habe am 320D nichts auszusetzen. Gerne wieder. Und da muss ich sagen, dem stimme ich zu. Ich bin den jetzt hier runtergefahren und muss sagen, auch nach 100.000 Kilometern ist das richtig noch ein geiles Auto. Der verbraucht wenig, der ist schnell, komfortabel, gibt echt nicht viel auszusetzen. Platz ist auch genug da. Super Auto. Ein paar negative Punkte gab es oder zwei, drei. Und mein Kollege Dirk Branke bemängelt den unruhigen Geradeauslauf. Das hat sich aber eingestellt, als wir das Auto von Winterreifen wieder auf Sommerreifen umgestellt haben. Da war das Problem weg und das Auto ist eigentlich tipptopp gerade ausgefahren. Dann hat er noch bemängelt, zwar auch ganz am Anfang, hat er bemängelt, dass der aktive Spurhalteassistent sich nach jedem Neustart immer wieder einschaltet. Das ist auch verschwunden mit dem Software-Update, ist damals in mir gewesen. Wenn du es ausgeschaltet hast, ist es auch ausgeblieben, auch nach dem Neustart. Und sonst loben ganz viele Kollegen den super Verbrauch von unter 5 Litern, wenn du möchtest. Hier nochmal Peter Fischer schreibt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 105 km/h über 496 km 5,1 Liter Diesel auf 100 km verbraucht. Das ist schon ganz gut für so ein großes Auto. Und auch sonst sehe ich Sitzkomfort tipptopp. Die Materialien sehen auch nach 60.000 km noch sehr gut aus. Also das Auto hat sich durchaus großer Beliebtheit bei uns im Dauertest erfreut. Und das kann ich auch bestätigen, das hat sich bei mir auch so widergespiegelt. Der 2 Liter Biturbo Diesel ist aus unserem 320D ausgebaut. 190 PS und 400 Nm Drehmoment haben für ordentlich Vortrieb gesorgt und konnten sogar knausern. Das hat uns im Fahrbetrieb sehr, sehr gut gefallen. Bei der Zerlegung hat Markus ein bisschen was gefunden, ist ihm was aufgefallen? Ja, wir haben in den Hauptlagern, in den unteren Hauptlagern deutliche Laufspuren zu sehen. Mhm. Eins stärker ausgeprägt als die anderen vier. Ansonsten haben wir am Auspuff, am Flexrohr, leichte Verschleißerscheinungen schon, Ermüdungserscheinungen gesehen. Alles in allem, ansonsten vom Motor her unauffällig. Kannst du das kurz einordnen? Wie ist das einzuschätzen mit den Hauptlagern? Es klingt erstmal bedrohlich. Ist das? Also es ist noch kein Lagerschaden, aber ein deutlicher Verschleiß, wie gesagt. Wir stehen hier im Teilhaufen von unserem G21 Dauertest 320D. Der richtig gut funktioniert hat und da waren wir begeistert vom Motor mit den 190 PS, 400 Newtonmeter, wenig verbraucht, super souverän gewesen im Zusammenhang mit dem Getriebe, das war perfekt, 8-Stufen-Automatik, schnell geschaltet durch einen Wandler, total guten Anfahrkomfort, perfekt. Nicht so gut gefallen hat uns die Heckklappe, die am Anfang mal ein bisschen geklappert hat, hinten in den Scharnieren lag, die sind aber im Rahmen von einem Service getauscht worden. Und alles andere, am Anfang hatten wir Probleme mit dem aktiven Spurhalteassistenten, da haben sich einige beschwert, aber das ist über ein Software-Update behoben worden. Das war eigentlich sehr, sehr gut und wir waren super zufrieden mit dem Auto und der wird uns sehr fehlen im Dauertest. Wir haben Markus auch dabei, der hat auch ein bisschen Lob und auch ein bisschen Tadel für das Auto. Ja, es hat hervorragend funktioniert hier im Ausbildungszentrum in Dingolfing mit den Auszubildenden des zweiten Lehrjahres. Die haben das Fahrzeug sehr schnell, sehr rasch und akribisch genau zerlegt. Ja, ich habe es begutachtet. Von der Sache her haben wir Auffälligkeiten an den vorderen Dämpfern, an den Schutzrohren und den Dämpfern. Die haben sind etwas rissig beginnend. Ansonsten haben wir Auffälligkeiten gefunden am Flexrohr. Da ist die Drahtummantelung außen an zwei Stellen etwas aufgegangen. Und die Lagerschalen, die unteren Lagerschalen der Kurbelwelle zeigen Laufspuren, vor allen Dingen das vom vierten Zylinder. Was uns auch sehr gut gefallen hat und aufgefallen ist, dieser BMW hat zugelegt an der Innenraumqualität. Die Sitze zeigen... Massiv, das war auch bei uns im Dauertest, das sah sehr gut aus im Fahrbetrieb alles noch, ne? Ja, die Sitze zeigen keinerlei Gebrauchsspuren. Das, was man von früher kannte, ist hier behoben. Auch das Lenkrad von Leder her top erhalten, die Innenverkleidung an sich
auch die Teppichbelege, wunderbar. Und auch Korrosionsschutz haben wir gesehen, war richtig, richtig gut, sehr, sehr gut ausgeführt. Auch an den Achsen haben wir eigentlich nichts entdecken können. An den Achsen haben wir keinerlei Korrosion, die Hohlräume sind geflutet mit Wachs. Hat funktioniert. Overall, wir vermissen ihn oder werden ihn vermissen wahrscheinlich bei unserem Dauertest. Super gutes Auto. Bleibt die Frage, für wen ist so ein Auto was? Und die habe ich eigentlich schon beantwortet, denn ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser in unserem Dauertest-Fuhrpark gewesen, weil der eigentlich immer passt. 1510 Liter Ladevolumen, sparsamer Diesel, schnell, fahraktiv. Das ist ein richtig gutes Auto und macht Fahrspaß. Klasse. Freude am Fahren, kommt hier nicht zu kurz. Haben wir viel Freude mit gehabt mit dem Auto. Ein kleiner Wermutstropfen ist, so ein Auto ist teuer gewesen. Das Auto hat 66.626 Euro gekostet, neu, und kostet immer noch um die 37.000 Euro. Dafür bekommt man aber auch eine ganze Menge. Das Facelift ist jetzt gerade im Juli rausgerollt dieses Jahres. Da sind die Preise ein bisschen gefallen. Und ich muss sagen, trotz dessen ist das Auto noch top aktuell. Die Assistenten funktionieren perfekt. Das Cockpit sieht noch richtig gut aus. Das Infotainment funktioniert flüssig. Also kann man sagen, echt einen Daumen hoch. Für den G21 kann man eine klare Kaufempfehlung geben. Und weil euch immer fragt, was passiert mit den Autos nach der Zerlegung, kann ich euch sagen, der wird wieder zusammengebaut von den Azubis im zweiten Lehrjahr. Und unser neuer Dauertest steht schon hier. Den werden wir dann nämlich besuchen. Wenn wir den zerlegen, werden wir unseren alten Dreier nochmal besuchen und kommen nochmal wieder und freuen uns da schon drauf. Und mehr zu dem Auto seht ihr bei Instagram und könnt bei uns im Heft lesen.